Tabuthema Depression. Hat sich im Profifußball etwas getan? Ich habe solche Angst. Alles fällt mir schwer. Diese unendliche Last auf meinen Schultern wird immer schwerer. Wenn du nur einmal eine halbe Stunde meinen Kopf hättest, dann würdest du verstehen, warum ich wahnsinnig werde. Depression ist eine ernste seelische Krankheit. Hauptsymptome sind Niedergeschlagenheit, Freudlosigkeit und Antriebsmangel. Dazu kommen Symptome wie Schlafstörungen, Appetitlosigkeit oder auch Suizidgedanken oder gar Handlungen. Mindestens 2 Wochen lang müssen solche Symptome andauern, um von einer Depression zu sprechen. Die Krankheit hat viele Gesichter mit sehr unterschiedlichen Verläufen. Doch sie ist behandelbar. In Deutschland erkranken jedes Jahr ca. 5,3 Millionen Menschen an einer Depression. Und 10-15% aller schwer depressiv erkrankten Menschen sterben durch Suizid. Denkt auch an das, was im Menschen ist, an Zweifeln und an Schwäche. Was hat sich seitdem getan? Fast jeder 5. Fußballer zeigt Symptome einer Depression. Vor allem junge Spieler. Das hat eine Untersuchung in Schweden und Dänemark gezeigt. In einer internationalen Studie der Spielervereinigung FIFPRO litt etwa jeder 4. aktive Spieler unter Depressionen oder Angstzuständen. Der Erfolgsdruck im Fußball ist groß. Nicht nur von den Vereinen, sondern auch von den Fans. Vor allem in sozialen Netzwerken hat er zugenommen. Nur wenige Fußballer gaben bislang an, unter psychischen Problemen zu leiden. Ralf Rangnick, Markus Miller oder Martin Amedick. 60% aller Profimannschaften bieten ihren Spielern immer noch keine sportpsychologische Betreuung an. Das zeigt eine Studie der Spielergewerkschaft VDV. Ex-Nationalspieler Carsten Ramelow sagt, ein solches Angebot ist aber wichtig und darum machen wir uns als Spielergewerkschaft für Verbesserungen stark. Ähnlich sieht das auch dieser Mann, Valentin Marxer, der damalige Psychiater von Robert Enke. Er sagt, es gebe zwar Mentaltrainer und Sportpsychologen in Vereinen, die seien aber primär zur Leistungsoptimierung da. Er empfiehlt zusätzlich Sportpsychiater als Berater im Profifußball, also Ärzte für seelische Gesundheit im Leistungssport, um Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und Prävention zu verbessern, sagt er. Die Robert-Enke-Stiftung sieht Fortschritte. An ihr ist auch der DFB beteiligt. Beispielsweise hat sie ein externes Beratungsnetzwerk mit 70 Sportpsychologen ins Leben gerufen, außerhalb der Vereinsstrukturen. Theresa Enke sagte in den Tagesthemen einmal: Was mir wichtig war, ist, dass wir ein Netzwerk geschaffen haben, dass es kein Tabuthema mehr intern ist, dass Trainer über das Thema informiert sind, dass es Anlaufstellen gibt, die auch die Stiftung geschaffen hat. Es hat sich was getan im Umgang mit der Krankheit Depression. Da sind sich fast alle Experten einig. Doch reicht das im Profifußball, wo Leistungs- und Erfolgsdruck immer noch dominieren?